du mal rein. Was ihr mal alles Schönes wollen wir, wollen wir, wollen wir. Ich habe ein Ei für dich. Ja, danke. Ich habe zwei für dich. Boah! Ein Teil. Soll ich anlecken, wie bei der Mikado-Werbung? Soll ich das behalten? Nein! Habt ihr mal vier Männerkalender mitgebracht, die so groß sind, dass sie mich verdecken. Und zwar sind das Adventskalender. Die gängigsten Arten. Aber den finde ich ganz, also finde ich tatsächlich ganz schick. Ja, du hast die schon so ein bisschen angeguckt, ne? Und jetzt zeig mal, einen fand ich noch richtig schick. Und die möchte ich heute, oder wir wollen die gemeinsam mit euch gemeinsam auspacken. Mal schauen, wie die Qualität so ist, wie die Aufmachung von den Kalendern ist. Ja, und was sich da so alles hinter verbirgt. Genau. Ich finde das ein richtig, richtig tolles Geschenk. Und deswegen haben wir auch schon richtig fett aufgefahren mit Weihnachtsdeko. Ja, um dem Ganzen hier so eine schöne Stimmung zu geben. Wobei es aber auch für die eine oder andere Frau sicherlich ein cooles Geschenk ist. Also wenn die jetzt noch im November Geburtstag haben und ihr habt noch nichts, dann geht auch bestimmt mal so ein Weihnachtskalender. Genau. Weil auch Frauen sich über Werkzeuge freuen. Weil man nämlich nichts hat so viel. Bis gleich. Also, ich habe einmal den KS-Tools bestellt. Mhm. Ich habe dir das sogar aufgeschrieben. Genau, der liegt 48-teilig mit dem Preis bei 45,14 €. Und dann habe ich einmal den Vera, den kennst du bestimmt. Der liegt 24-teilig bei 56,98 €. Dann haben wir einmal HZ. Z. Oder wie sprichst du das aus? HZ. HZ. Das, also ja, hört sich so an, als ob die Leute so eine Pause machen. HZ. H und Z. Ich denke, die haben es einfach ausgesprochen. HZ. HZ, ja. Mhm. So, was haben wir da? Der ist 44-teilig für 59,44 €. Das ist der teuerste, glaube ich, ne? Ja. Und dann haben wir einmal hier Gedore. Gedore Red. Gedore Red? Wo steht das Red? Gedore Red. Okay. Mhm. Der ist 24-teilig, Limited. Ist das die Limited Edition? Richtig, ja. 49,99 €. So, genau. Und dann ist es jetzt so, bei den vier Stück insgesamt sind zwei Limit Edition und da habe ich schon ordentlich auf den Deckel bekommen. Ja, ich lese es jetzt auch schon wieder gerade, weil von dem Gedore Red gibt es nämlich noch eine Version 2022, was wir quasi dieses Jahr hätten. Der ist nämlich noch nicht verfügbar für 47,94 €. Ja, finde ich natürlich total dusselig, hier alte Kalender von 21 zu zeigen und habe natürlich da schon ordentlich gemeckert, weil, also für mich macht es einfach keinen Sinn. Ja, ich habe es dann auch im Nachhinein gelesen, dass das die 21er sind und das sind Limited Edition, weil sie ja immer nicht mehr verfügbar sind, ne, wenn du da aufkaufst. Ah, und deswegen, komisch. Ja, die gab es wie gesagt noch nicht verfügbar, die sind glaube ich jetzt schon verfügbar, wir werden euch bestimmt die neuen mal unten verlinken. Und jetzt eine Frage an euch. Sollen wir die mit auspacken? Sollen wir das sein lassen? Hm. Du sagst, es macht wenig Sinn, ne? Ja, weil es ist natürlich... Aber da sind so coole Sachen drin, ne? Ja, gut, wenn es den einen oder anderen interessiert, könnte man das natürlich machen. Aber im Großen und Ganzen ist es ja einfach abgelaufen, ne? Also, weil richtig, die Leute wollen dann den 22er sehen. Richtig, deswegen... Jetzt ja, verschiebt sich das hier schon. Drin. Oh Gott. Deswegen, der ist schon offen. Deswegen macht mal mit, beziehungsweise lasst einen Kommentar da, ob wir die öffnen sollen oder ob wir die neuen bestellen oder lassen sollen. Dann gehen die zurück. Genau. Oder verlosen wir die. Klären wir später. So. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das heißt, das wir schauen uns erstmal, oder der Fokus liegt erstmal, hilfst du mir? Ja, warte, ich ziehe die mal. Genau. Schauen wir uns erstmal die beiden hier an. Den finde ich richtig schick. Genau, wollen wir damit anfangen oder wollen wir erst mit Vera? Mit Vera. Den Hässlingen zuerst. Ja, das Schöne kommt zum Schluss. Also, vergleichen wir mal die Verpackung. Also, es ist ein Adventskalender. Übliches Ding, ne? Ja, ich finde Türchen. Sehr üblich. Sieht fast aus wie so ein Kinder-Schokoladenkalender, die Aufmachung. Ja. Aber es ist natürlich ganz witzig mit diesem Weihnachtsmann hier und dieser Tasse in der Hand. Ich finde es ganz... Ach so, guck mal hier. Und hinten, ach, schau mal, wenn wir das Ganze umdrehen... Mhm. Also, gibt es schon etwas länger. Wenn wir uns das Ganze mal von hinten betrachten, 2010 geht's los, ne? Da gab es den ersten. Krass. Bis jetzt 21. Mhm. Ist das der 21er? Nee.
20. Oh Gott. So, wollte ich schon sagen. Da gab es auch schon eine richtige, also echt, die Leute, die verkaufen, ne, ihr müsst das mal richtig beschreiben auf Amazon. Da habe ich nämlich den 21er bestellt für 118 Euro. Und da stand drin, 180 Euro Warenwert. So, habe ich den bestellt. Und dann habe ich gedacht, komm, ich bestelle den neuen, die kleinere Version für 59 oder ich weiß nicht, den hier auch nochmal. Mhm. Und dann kamen letztens bei uns zwei dieselben an. Da haben die irgendwie deklariert. Ich weiß nicht, was der Händler sich gedacht hat, aber so. Angeblich Warenwert hier 180 Euro. Ich denke mal, da ist irgendwas schiefgelaufen bei der Beschreibung. Beim Packen wahrscheinlich. Und dann habe ich den natürlich, wo ich 118 Euro bezahlt habe, zurückgeschickt wieder und den für 59, also den hier, behalten. Ja, ne? Ja klar. So, was sehen wir hier? Einmal hier links und rechts zwei Aufhänger. Das heißt, du kannst das ganze Ding auch an der Wand hängen. Oder diese Aufsteller hier, ne? Genau. Ansonsten ist das aus Pappe. Mhm. Ne? Und wie ein üblicher Schokoladenkalender, eigentlich nur größer und dicker. Wie machen wir das jetzt? Wollen wir den auspacken? Nee, wenn oder wollen wir erstmal die Verpackung vergleichen? Ja, ich würde den jetzt auspacken und danach den anderen. Okay, alles klar. Dann machen wir es ganz, ganz clever. Den kann man nämlich hier in der Seite aufmachen, weil wir wollen jetzt nicht die Türchen alle öffnen. Nee, dann ist er ja schon hin. Obwohl es natürlich sehr reizvoll ist, diese Türchen jetzt hier zu öffnen. Aber A, würde es zu lange dauern. Also die haben alle unterschiedliche Größen. Ne? Hier die 5 ist ganz lang, ja, die 6, hier die 1 ist sehr groß. Ne? Ich meine, man kann es natürlich... Und hinten drauf, sagst du, ist auch immer so eine Pappe, ne? Wo man eigentlich sieht... Nee, das war bei diesem HZ. Ah, okay. Da kommen wir gleich nochmal Warte. Zu. Warte. Kriegst du hin? Nee. Sag mal. Es hängt fest. Oh, Werkzeug. Jetzt, zieh mal. Nee. Oder ziehst du den falschen? Oder darf man nicht? Doch. Der ist bestimmt clever verklebt. Ah. Oh. Ah, doch zu der Seite. Schau, das hat da festgehangen. Oh, schön. Ha. So, das Inlay ist Kunststoff. Ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt erstmal aus. Und dann schauen wir uns das an, ja? Ah, guck mal, hier sieht man auch schon. Sieht immer auf dem ersten Bild sehr schick, ne? Ganz gut gemacht, genau. Ja. Komm, helfen wir mal. Oh, eins. Ganz die Schüssel, die kennst du, ne? Ganz ein bisschen. Was hattest du gesagt, wie viele Teile hat der Vera-Kalender? Der Vera-Kalender hat 24 teilig. So. Sind natürlich, die Bits werden alle auch als einteilig gezählt, ne? Dementsprechend kommst du auf die Teile. Ja. Was mir jetzt total auffällt oder gleich ins Auge springt, die Farbe. Mhm. Richtig cool, oder? Finde ich auch ganz... So ein Weihnachtsgrün, ne? Ja, so ein Weihnachtsgrün und auch so ein Weihnachtsrot, finde ich. Und ich glaube, wenn man irgendwie das Geschenk bekommt, wird man sich wahrscheinlich immer daran erinnern, dass man das mal zu Weihnachten irgendwie bekommen hat oder vor Weihnachten, dass das im Weihnachtskalender war. Genau. Und hier den üblichen, handelsüblichen Flaschenöffner. Okay, würde mich jetzt nicht so interessieren. Weil du den schon hast. Den hast du verschenkt, ne? Naja, ich hab ihn nicht mitgebracht. Nee, aber wenn ich einen Weihnachtskalender bekomme mit Werkzeug oder verschenke, erwarte ich eigentlich cooles Werkzeug und dann nicht noch den 100. Flaschenöffner. Wieso 100? Der ist besonders. Ach. Also ich finde ihn cool. Cool finde ich ihn auch, das habe ich nicht gesagt, aber ich würde Werkzeug haben wollen und nicht einen Flaschenöffner, weil man hat durch Werbeartikel schon immer Flaschenöffner. So, dann haben wir hier einen Handschraubendreher. Dementsprechend kannst du die Bits vorne reinstecken. Zack, ne? Ist eigentlich ganz toll. Ja. Von der Verarbeitung her was fühlt sich du? Das ein bisschen... Oh! Ah. Okay, da kannst du die Bits reinmachen? Da kannst du die Bits reinmachen. Ach, wie cool. Ja. Und das ist das für, die anderen. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir den und den... machen wir da ein paar Bits rein. Und die übrig bleiben, kommen dann da rein. Ist natürlich richtig praktisch für so einen Haushalt. Mal schnell griffbereit, ne? Und kannst die Bits dann halt sehr gut verstauen. Ich überlege, ne? Wie die das anordnen wollen. Dann haben wir hier nochmal einen Bithalter. Die habe ich ja auch in der Werkstatt, ne? Die kennst du, ne? Sind normalerweise so ein Giftgrün, ne? Finde ich auch ganz toll gemacht mit so einem Weinrot, habe ich jetzt fest kennengelernt. Es gibt ein Weinrot. Hä? So jetzt dein Ernst? Und hier haben wir nochmal einen Vera Maulschlüsselhalter. Auch ganz toll für die Werkzeugkiste.
das fässt sich ein bisschen griffiger an als dieser Schraubendreher. Und dort können wir die Maulschlüssel aufbewahren. Insgesamt haben wir 4 Stück. Ich habe die ja schon, also mit der Ratschenfunktion. Ich bin sehr, sehr begeistert von dem Maulschlüssel. Noch immer. Ich habe die mittlerweile jetzt schon, weiß nicht, 4-5 Jahre. Und finde es schon cool. Also ob für die Werkstatt oder zu Hause, derjenige, der das kriegt, kann sich wirklich freuen. Ne? Was denkst du vom Material her? Es ist wie gewohnt von Vera sehr, sehr hochwertig. Also es ist jetzt nicht irgendwie zweite Wahl oder zweite Klasse vom Werkzeug her. Das ist genau das Gleiche, was du im Handel auch kaufen kannst. Ne? So, und jetzt hast du da ein paar Bits eingespannt. Ah, hier, zack. Schau mal, Schätzelein. Und hier kann der links rein. Das heißt, du hast einen Bitsatz. Hm. Und die anderen kannst du da reinmachen. Ne? Hm. Finde ich echt ganz toll. Ich auch, aber hat das einen tieferen Sinn, dass du ganz bestimmte, gängigere hier reinmachst? Nee, hat keinen tieferen Sinn. Ich würde Sinn, wahrscheinlich, ne? Hier Kreuz und Schlitz reinmachen. Ja, weil jetzt habe ich hier natürlich die Sternchen übrig. Ja, ist nicht schlimm. Die Sternchen. Ja, hier die, genau. Die Sternchen. Bei mir sind es Sternchen. Ja, und hier haben wir die berühmten Vera-Maulschlüssel mit den 15 Grad. Mit dem 15 Grad Ansatz. Ups, ist schon aufgefallen. Ja, gibt es nichts viel zu sagen, ne, zu dem Maulschlüssel. Wie ist die Sitzfestigkeit jetzt beim Reinstecken da? Gerade ist einer rausgefallen. Ja, habe ich wahrscheinlich falsch geklemmt. Hast du wahrscheinlich nicht richtig reingesetzt. Hm. Ne? Die ist super. Also ich finde das hier toll. Ist auch sehr, sehr flach. Ach so, ach, das, guck mal. Das finde ich auch ganz schön, dass man das hier so... Klackt macht. Ja, und dann geht das aber hier ganz so einfach. Hä, aber... Ist da irgendwie... Mache ich das verkehrt? Ich glaube. So, Knopf gedrückt, kommt da rausgefallen. Das ist auch schon mal cool. Mhm, das so, finde ich, ne? Witzig. Und dann kannst du hier... Und dann gehen die ganz leicht raus, ne? Das ist richtig. Ist richtig gewesen, macht Klack, ne? Nee, nee. Und wenn du oben, dann lassen die sich, das finde ich ganz witzig. Na, also dann wirklich hast du hier so neigen. Magnethalter, ne? Ist das auch ganz gut. Finde ich auch gut, ja. Nee, es ist ein tolles Teil. Mhm. Können wir gleich hier zu Hause lassen. Ja, man hat schnell aber mal, nee, was zur Hand, ne? Da passen nicht alle rein. Nee, ne? Das, ich habe überlegt schon, weil der eine. Der eine ist total lose. Der dicke hier ist total lose, ne? Nee, hier geht er wieder. Ich weiß es nicht. Deswegen meine ich, hat es doch einen tieferen Sinn, welche da rein sollen und welche nicht. Ich denke, die Zuschauer wissen das bestimmt. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaub, wie findest du das hier? Schau es dir an. Mhm. Das finde ich ganz cool. Öffne mal. Nach oben schieben? Ja, ja. Und genau. Dann auch. Der ist locker, ne? Der zweite hier, der Neuner. Oder ja. Habe ich die falsch eingesetzt? Na, weiß ich nicht. Nee, die anderen sitzen aber ganz fest und der kann ja nur dahin. Hm. Ja, schade. Das ist wahrscheinlich ein Produktionsfehler, ne? Was haben wir da für Schlüsselgrößen? Einmal 13er, einmal 13er, 12er. Wie geht's weiter? Ach, meine Brille nicht auf. Hast deine Brille nicht auf. 13er, 12er, 11er, 10er, 9er, 8er und 7er, 6er. Genau, eigentlich die gängigsten Größen. Ich, ja, toll. Also ich finde persönlich dieses Set hier, im Grunde sind es ja nur 4 Teile, ne? Mhm. Aber wir haben hier wirklich hochwertiges Werkzeug für 56,98 €. Und wenn ich jetzt zurecht überlege, wenn ich mir so ein Bit-Set kaufe, ja gut, das liegt wahrscheinlich hier beim 10er. Gibt ja halt auch die großen Sets, ne? Für 20-30 €. Ausschlüssel bist du auch bestimmt bei 20 €, hast du schon mal 30. Diesen hier liegt bestimmt bei 15 € bis bei 45. Hm. Dieser hier, ich weiß es nicht, auch ein 10er, 8er. Hm. Also okay, bist du unter Wert. Da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen vertan. Aber ich glaube, wir haben den Einkaufswert oder Preis haben wir wieder draußen. Das hier liegt bestimmt bei 40 oder so, würde ich vermuten. Glaube ich nicht. Und der hier? Vielleicht auch bei 20. Wir haben bestimmt einen Plus gemacht, ne? Der Händler, der sollte gesagt, man ja, der weil Händler, es ist der ja gesagt der Vorteil. Hat, Einkaufspreis von 118 € und Warenwert 180 €, der hat sich bestimmt. Ja, wer weiß, ob er das meinte, das auf keinen Fall. Da hat er mir ja zugeschickt. Aber das hier auf keinen Fall. Nein, ich meine, die haben sich vergriffen in der Sortierung von dem Kalender. Das Bild wurde auch also abgeblendet.
Ich blende euch das mal jetzt hier ein. Könnt ihr mal was stand sagen? Denn dabei, welcher Warenwert der hat? Weil das steht bei so Beauty-Kalendern, nee, steht das immer so dabei. Das stand leider nicht. Warenwert so und so drin enthalten. Ja, aber alles in allem, ganz nett. Also wenn man das vor allen Dingen im geschenkten Gaul, guckt man nicht ins Maul, sagt man so schön. Wenn man das so geschenkt bekommt als Weihnachtskalender, also ist auf jeden Fall sicherlich. Ich finde das hier ein bisschen plastisch, aber... Das ist überall Plastik. Ja. Ne? Ja, warum machen die da nicht irgendwie so ein bisschen hochwertiger, so Metall oder Silikon oder so? Das würde ich irgendwie cooler finden. Metall wird heutzutage fast gar nicht mehr verwendet in den Werkzeugen. Okay. War früher ganz, also auch HZ hat früher Metallkästen gehabt und ja, die haben mittlerweile nur Kunststoff. Schade. Und nee, weil es rostet, es zerkratzt. Ich ja, war letztens, aber das sieht doch so charmant aus. Dann. Ich war vor 3-4 Jahren, war ich auch der Meinung in meinem Video, und dann wurde ich des Besseren von den Zuschauern belehrt, dass er gesagt hat, es zerkratzt, es rostet, es ist laut, es klappert. Ja gut, es ist laut und klappert. Und Kunststoff geht nicht so schnell kaputt. Deswegen meine ich ja so Silikon, so was Hochwertiges, so griffig. Ja, du meinst so backmäßig, ne, Backform und so, ne? Naja, dieses harte Silikon, was man auch so bei bestimmten Nachtlampen und Co. hat. Naja, aber ich finde es ganz, die Optik finde ich ganz cool. Vielleicht ist es nicht so widerstandsfähig, so hart und fest. Ja, ne? Das kann sein. Dann wird das Werkzeug erst recht rausfallen. Ja. So, schauen wir uns mal den Hardset an. Ja. Der ist halt der teuerste für 59 Euro. Den habe ich übrigens jetzt an meinen Papa verschenkt. Aber auch der meistteiligste. Wahrscheinlich sind das nee, warte mal. Nee, stimmt nicht. HZ ist 44-teilig und ist der teuerste, da gebe ich dir recht. Mhm. Aber der, gut, das ist die alte Version KS Tools, der hatte die meisten Teile und war auch der günstigste. Ja gut, da liegen da 10 Bits mehr drin. Wissen wir nicht, werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Und wahrscheinlich auch in günstiger Version. HZ. Also, was mir gleich auf Anhieb auffällt, ist, dass diese Oberfläche ganz anders ist. Ne? Ich finde es ein bisschen hochwertiger. Er sieht auch ein bisschen cooler aus, finde ich. Zeig mal das Bild. Ja, es ist ganz... Also ich finde so... Cool vom Design, erkennen, ne? Oder? Ist das hier die Harry Potter Eule oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Irgendwelche Mädels drauf. Ach, das sind Kinder. Okay. Nee, das sind Kinder. Ein Weihnachtsmann, ein Fuchs. Aber ich finde das Design ganz witzig und es ist irgendwie mal was anderes. Ah ja, und hier. Und was ich schön finde, du hast ja letztens zu mir mal gesagt, so, ja, weiß man gar nicht, was drin ist, ne? Und dann meintest du, die waren ja eingepackt in Folie. Ja. Ja, die haben wir vorweg aufgemacht. Richtig. Und dann sagtest du, man kann ja, es ist ja total doof, derjenige, der das geschenkt bekommt, der sieht ja gleich, was drin ist. Ja. Und da hat HZ mitgedacht, du kannst das... Na, jetzt bin ich gespannt. Abnehmen. Ja, abnehmen, aber man muss natürlich auch vorher die Folie entfernen. Das heißt, wenn man den verschenkt, ist der nicht mehr eingeschweißt und ist dann automatisch, wirkt wie ausgepackt, aber gut. Das ist ja trotzdem eine schöne Kartonverpackung. Und, ja, lass mal drauf, falls wir den verschenken wollen. Ja. So, nee. Oder verlosen, oder verlosen, was auch immer. Ja, genau. Guckt euch das Video zu Ende an. So, hinten sehen wir schon mal drauf, eine Menge Bits, aber viel, viel mehr Sortiment. Und ich würde sagen, wir schauen hier auch mal rein. Ja, ich bin richtig gespannt. Ich auch. Kann man den auch so öffnen? Ich hoffe. Nee. Was? Scheiße. Doch, hier. Warte. Oh. Nee, tatsächlich nicht. Soll ich ein Messer holen? Hier, Scheibenkleister. Oh, das ist ja jetzt wirklich doof. Ich gebe dir mal ein Anti-Nicht-HZ-Messer. Hier. Anti? Ja. Du Anti. Soll ich nicht lieber mein Dings holen? Cutter? Haben wir hier nicht schon was bei? Nee. Ach, Steffi, ich weiß nicht. Nee, ist blöd, ne? Da oben? Lass uns hier einen Schlitz reinmachen mit der Kreissägeschnür. Also, oh, boah Gott, der ist schon auch festgeklebt. Ja, gut. Oh nein. Das war's wohl mit der Verlosung. Können wir nur diesen Vera verlosen. Oh nein. So, fangen wir mit Türchen 1 an. Boah, hier ist es. Ich hab's gefunden. Boah. Das ist cool. Okay, ich Türchen 2. Wo ist 2? Die Zahlen hätten sie mal rot machen können, ne? Na warte, guck doch nicht noch nicht an. Oh, darf ich nicht? Mach mal alle jetzt auf. Ja, sieht aus wie aus dem Schlachtfeld hier. Ne? voll,
voll ramponiert. Das ist ja echt. Aber schade. Wir hatten gerade Verstärkung gehabt. Habt ihr ja gesehen. Und es gibt richtig fette, große Türen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das hier verklebt ist. Ne? Jetzt hättest du so eine wapplige Masse. Ja. Und ich sehe gerade hier einen QR-Code drauf. Ja, hier überall. Ne? Warum, weshalb? Vielleicht wir jetzt Bedienung raus? Oder so gleich? Bedienungsanleitung? Schauen wir uns das mal an. Also, die Internetverbindung ist natürlich wieder sehr gut hier. Nämlich gar nicht. Ich vermute mal, dass du das Teil dir dann nachbestellen kannst. Und Produktnummer und so weiter und so fort. Ne? Vermute ich mal. Leider kann man das jetzt nicht herausfinden. So, ja. Schade um das schöne Teil, aber gut. Ja, können wir leider nicht mehr verlosen. So, da habe ich mir so viel Mühe gemacht, dass wir das hier nicht abreißen. Ne? Ja. Das ist echt traurig. Gut. Ja. So. Hier ist wirklich so. Ne? So, ich sehe eine Menge Bits. Ja. Steffi-Lein. Und wir haben natürlich hier wirklich viel Zubehör. Ne? Ich sehe jetzt hier richtig cool eine Bedienungsanleitung. Ja, in der 1 finde ich ganz wichtig, fängt natürlich erstmal der Halter hier an, der Bithalter. Das finde ich ganz cool. Genau, dann haben wir einen Mini-Bit-Schrauber, so nennt sich das, Betriebsanleitung. Mit einem USB-Kabel. USB auf Mini-USB ist das, glaube ich. Müssen wir natürlich aufladen. Und wir haben hier... Ist der leer? Nee, der ist sogar aufgeladen. Coole Sache. HZ9230B-1. Und du hast dich ganz schön drauf gefreut, ne, weil du ihn gerade gesehen hast. Ja. Ja, ein kleiner Akkuschrauber. Ich finde den auch richtig süß. Schnell mal zur Hand, ne? Das ist ein Gürtelhalter. Kannst du in den Hosen hier im Gürtel machen, zack. Kannst du nicht im Haus rumgehen und hier, wo eine Schraube locker ist, kannst du sie wieder festziehen. Ja, es ist ja super. Ich finde zu Hause toll, für die Werkstatt wahrscheinlich auch, mit LED-Licht. Ne? Ja. Ja, schnell mal, ne? Wie viel Power hat der hier? 3,7 Volt, 2 Ampere, 7,4 Watt. Ja, mehr steht hier nicht, wo er hergestellt worden ist. Gut, also wir haben einmal diesen tollen Akkuschrauber. Dann haben wir diese Bitbox hier. Mhm. Und jetzt sortierst du sie nach Zahlen wahrscheinlich, ne? Oder wie? Naja, ich habe jetzt hier noch nicht so richtig durchgesehen. Also PZ1, PH1. Da muss ich leider gestehen, dass ich das nicht weiß. Also hier sind natürlich die Zweien. Mhm. Das sind Torx, T10, T27. Und du hast sie natürlich auch, guck mal hier, schau mal, hier ist ein T20, ne? Wo steht PT? Ne, hier 20 steht einfach nur drauf. Ja, okay. Das und ist der 20er. Der Torx. Das sind zwei Stöße. Ja, genau. Ne? So kann man die dann sortieren. Du hast ja mehrere. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich eine Menge Torx, beziehungsweise Bits. Also wir haben jetzt Torx, wir haben Schlitz, wir haben Kreuz, die geringsten Arten. Ja. Dann haben wir nochmal drei Stück, so eine lange Art. Hast du die schon mal gesehen? Ja. Kennst du, ne? Mhm. Wenn man mal so ein Schraubenloch, was ein bisschen tiefer ist, ist auch sehr, sehr hilfreich. Genau. Da haben wir einmal einen Torx T20, dann haben wir ein Kreuz 1, ich glaube, das Ganze heißt PZ1. Das kann PH sein. PH1, genau. PH ist hier und genau. PZ gibt es auch. Und dann haben wir hier PH2. Und hier haben wir nochmal einen Bithalter. Original von HZ, genau. Den kannst du hier reinsetzen. Mm. Du kannst aber auch hier diese... Den. Ach, hier ist noch einer, siehst du? Das ist noch einer, hier genau. Hier haben 4. Ja. Ne? So. Wo kommen die denn rein? Ja, die kommen ich, nicht hier rein, oder? Nee, das habe ich nämlich auch gerade gefragt. Kommen die in diese Mittellasche da rein? Hier, und auch wieder Kunststoff, ne? Deine Frage vorhin. Ja, aber was mir natürlich gleich auffällt... Ist hochwertig, ne? Nee, das meine ich nicht. Mag sein, es ist in dem gleichen Design wie der Kalender. So blau, grau, dunkel. Ja. Oder hellblau, türkis, was auch immer. Das ist auch das typische HZ-Design. Also das kannst du auch genau. so.
Ne, Bavaria ist jetzt hier rot, ne, typisch Weihnachten. Wobei ich das im Moment gerade persönlich witziger finde, dieses weihnachtliche Design, irgendwie passend. Aber wenn das jetzt von HZ dieses typische Design ist, ist es ja auch völlig in Ordnung. Man will ja das Werkzeug dann auch haben, was man gerne mag, die Marke. Ne? Und freut sich dann auch über das Design, wie es gängig ist. No. Ja. Ja, lass uns die mal reinstecken. Ja, alle. Wo kommen die hin? Die vier weiß ich jetzt leider nicht. Also Mensch. Keine Ahnung. Bin ein bisschen überfragt. Kommen die hier alle noch? Ich finde, oder warte mal, kann man das hier schieben? Diesen Akkuschrauberhalter, diesen Haft, wie nennt man das? Gurthaft? Gurthalter, ne? Den hast du auch schon, ne? Von den Akkuschrauber. Gürteltasche, ist das wie so eine Gürteltasche, ja, ne? Benutzt du nie, ne? Nee. Es sei denn, du bist auf dem Bau, Dachdecker, Zimmermann. Es sei denn, mein rennt so rum, wollte ich gerade sagen. Dann schon. Oder du bist im Haus oder. Ich renne doch nicht im Haus hier rum und. Nein, nicht in der, ich meine nicht in der Wohnung, sondern so. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus modernisiert, saniert, was auch immer, und man von Zimmer zu Zimmer rennt und man ja ständig einen Akkuschrauberbohrer braucht, dann kann man. Finde ich das ganz cool eigentlich. Ne? Und gleichzeitig hast du natürlich auch eine schöne, wie so eine Art Schutzhülle, kann man das so sagen? Weil du steckst ihn da ja rein und dann musst du den nicht so in den Schrank ballern. Ne? Ist halt ein tolles Gimmick. Ne? Machst du das jetzt richtig? Oder? So nee, rein. Du machst es falsch. Ist doch egal. Ah, nein! Willst du das echt alles sortieren? Ich bin ein Monk darin. Das hätte ich jetzt gerne sortiert, ja. Gerne mach. Ja, okay, aber nicht jetzt. Okay. Guck mal, ich habe das so schön angefangen. Dann, du hättest das doch einfach weitermachen können. Gut, dann sortiere die nach Farben. Ich hole mir so lange einen Kaffee. Willst du auch einen? Nein. Ich habe mir einen Kaffee geholt. Mit der neuen Mist Handwerktasse. Ich verrate nicht, dass da jetzt Tee drin ist. Achso, Entschuldigung, ja, da ist Tee drin. Ich bin krank. Also, nicht nur im Kopf. Insgesamt. Genau. Das macht es nicht besser. Insgesamt so. Krank. Also, hast du den Ich habe rausgefunden. Nee, hast du das hinbekommen? Ja. Boah. Und ich habe rausgefunden, wo die langen Bits hinkommen. Nämlich, haha, ganz cool, genau vier Laschen hier. Zwischen diese Gürtellasche. Klett, was auch immer. Alles dann klar. Hast du das natürlich gleich dabei, ne? Also ich finde es richtig süß, ne? Muss ich sagen. Ich weiß schon, was ich mir morgen umschneiden werde und dann werde ich hier durch die Wohnung flitzen. So. Was ist das? Das ist meiner. Natürlich nackt. Das ist doch meiner. Gib mir jetzt her. Ich will den Zuschauern das mal hier nackt zeigen. Geht das doch gar nicht. Brauchst du einen Gürtel? Wo willst du es denn ran tun? Den kriege ich nur gerade so rum. Wo willst du es denn ran? An den Hüftgürtel? Ja, ich hab da was. An den Hüftgürtel. Ich hab da was. Nee, der rutscht ja runter. Ach so. Also, hier sind jetzt die vier. Ne? Könnt ihr das sehen? So sieht das Ganze aus. Jetzt hör mal auf hier, Fräulein. Na, sie selbst verraten. So, also. Cooler Kasten. Alles dabei, schnell griffbereit, das finde ich nämlich richtig cool. Wie oft suche ich mal so ganz schnell, weißt du, da habe ich da so ein. Ja, was hast du? Mr. Handwerk und suche trotzdem noch im Haushalt nach schnell mal Werkzeug, ne? Ist nicht möglich. Ja, das gibt euch wahrscheinlich auch so, ne? In der Werkstatt habt ihr alles. So riesen zu Hause Koffer habt ihr gar irgendwo. Nicht. Genau, deswegen freue ich mich hier über so ein Zeug und sag, ja, behalten wir. Ja, müssen wir jetzt behalten, ne? Haben wir jetzt auseinandergepflückt. Ja. So, tolle Sachen. Aber ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet von der Marke Vera und HZ. Wenn du jetzt mal. Wenn du jetzt überlegen würdest, oder was würde dir von der Verpackung her und vom Inhalt her, du kannst es ja außen schon so sehen, was es ist, für was würdest du dich entscheiden? Ist ja ein Battle quasi, HZ gegen Vera. Was würdest du sagen? Hier, Vera hat gewonnen oder HZ? Ist, glaube ich, eine ganz, ganz knappe Kiste, ne? HZ. Also für mich hat das gewonnen, weil ich finde am sinnvollsten und am gebrauchfähigsten. Mhm. So ein Schrauber hat ja jeder irgendwie schon, auch in alt vom Opa noch und Co.
Bits auch, glaube ich. Gut, aber ich finde es trotzdem cool, weil ich mag wirklich das Design und auch überhaupt als Kalender. Und das ist ja auch ein Preisunterschied gewesen. Also darauf kommt es ja auch nochmal an. Das ist Schokolade, ne? Ja, und halt schenkt, auch einfach nachhaltiger. Ihr schenkt einen Werkzeugkalender plus einen Bierkalender. Gibt's auch so Bier, kennst du Bierkalender, wo Flaschen Bier drin sind? 24 verschiedene Länder oder so? Ja, aber wer verschenkt denn so viele Kalender? Also das ist ja schon pro Kalender immer schon ein Preis. Aber nichtsdestotrotz, ich finde beide sehr unterschiedlich, auch super unterschiedlich im Design, super unterschiedlich im Inhalt, je nachdem, was derjenige noch braucht oder man selber oder den man beschenkt. Ne? Man kennt es ja so ein bisschen auch. Ja. Für die Basis finde ich natürlich das auch ganz cool. Also ich würde... Aber das würde sich... Ja, aber das... Hat auch jeder einen Akkuschrauber, ne? Ne? So mehr kannst du nicht machen. Ich finde hier das hast du hier... Nochmal kannst du Schrauben mit, kannst du Handschrauben mit, kannst du noch mal was festziehen, kannst du danach ein Bierchen trinken, weil du deinen Soll erfüllt hast. Ja. Und deswegen kommen wir zum Ende des Videos. Beides cool. Würden wir auch sagen, das packst du schön sauberlich wieder ein. Ja. Und dann würden wir sagen, verlosen wir das Ganze. Was musst du machen? Einfach einen Kommentar hier drunter setzen, uns folgen und den Video ein Handwerker-Daumen nach oben geben. Ganz, ganz wichtig. Und wenn du Bock hast, schaust du mal auf Instagram vorbei bei uns. Ne? Und genau. Was gibt es noch dazu? Die Tasse Tee. Hier, Knipex. Hier. Nein! Was? Achso! Oh Gott, das weißt du doch noch gar nicht. Scheiße. Die Handwerktasche. Gut, dass du sagst. Ich hab hier noch was. Du bist der Handwerktasche plus Autogrammkarte und Sticker. Wie üblich. Ist eigentlich, glaube ich, schön zur Weihnachtszeit. Ja, was ist das hier? Wobei die neuen Tassen, da bin ich ja nicht ganz unschuldig dran, ne? Die neuen Tassen aber sind richtig cool. Und halten. Das sind Kindertassen. Nein, du verstehst den Sinn nicht. Es ist für den Kaffee, für den genussvollen Kaffee. Ne? Qualität, nicht Quantität, quasi kleiner. Die kommen ja eigentlich... Aber länger heiß, weil die sind ja auch so ein bisschen doppelwandig und ein mega cooles Design, wie ich finde. Ja, die kommen aber auch ursprünglich aus Italien. Klar. Und da wird auch der Cappuccino, glaube ich, so getrunken, so klein, ne? Naja, Kaffee auch. Oder wird so klein, weil ein Kaffee ist dann eigentlich bei denen ja ein verlängerter Espresso. Richtig. Das heißt, du gießt den Espresso mit mehr Wasser auf und dann sind diese Größen nämlich genau richtig. Und in Amerikaner, bei den Amerikanern sagt man Americano, nee, doch dazu, ne? Zu diesem Kaffee, dann kriegst du so einen riesen Pott. Ja, das ist auch einfach nur ein Filter oder Espresso und dann mit Wasser aufgegossen. Ne? Also ja, ja. So wie diese Filter. Also ich mag lieber den europäischen Kaffee. Nee, Quatsch, ist ja auch Quatsch. Das geht ja auch dazu, in Spanien. Den deutschen, nee. Oh Gott. Den Filterkaffee. Den Filterkaffee von Steffi natürlich. Nein, ich mag keinen Filterkaffee. So, also, du hast es richtig gesagt, damit wollte ich dich eigentlich überraschen. Ich habe von Knipex noch was bekommen. Eine kleine Sensation, aber den Inhalt, den kenne ich schon. Also jetzt nicht, guck mal hier. Oh nein! Ich sag bloß, ich will es behalten. Ich will das behalten! Nein! Gib doch das mal her, wie cool ist das denn? Oh nein! Dann guck doch mal rein. Was ihr mal alles Schönes macht. Wollen wir das denn nicht sagen? Aber ich habe aber schon die Marke verraten, ne? Dann wissen Sie das doch schon. Die Marke steht doch drauf. Was soll denn da drin sein? Das weiß doch keiner. Pass auf, ne? Das sieht man doch. Da! Also. Es ist doch drauf. Wenn ihr das haben möchtet, dann Hashtag Knipex und ratet mal, was da drin ist. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns von diesem Video. Wenn ihr in Teil 2 sehen wollt von der Adventsserie, dann lasst einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns wie üblich nächste Woche wieder. Genau. Und wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich habe ein Ei für dich. Ja, danke. Ich habe zwei für dich. Völlig überfordert. Hier, Schnuff, kannst du das einsortieren? Na toll. Und du gehst aufs Klo oder wie? Und nee, ich darf die Arbeit machen. Ich nehme das dritte Ei jetzt hier entgegen. Bewahr das vor dich auf. Nein.
kommt das denn rein? Was verlose ich? Jetzt verlost du ja von mir persönlich angefasst jedes einzelne Teil. Soll ich anlecken, wie bei der Mikado-Werbung? Nein. Da lecken die.